Zum ersten Mal darf ich heute begrüßen Your Excellencies, meine Damen und Herren, liebe Freunde von Convoco, herzlich willkommen. Lassen Sie mich heute ein bisschen reflektieren über die Notwendigkeit des Unterlassens in unserer Welt. Unterlassen ist nur dann ein bewusstes Handeln, wenn andere Optionen, aktiv zu werden, zur Wahl stehen. Es geht dieses Jahr bei unserem Thema nicht um das unbeabsichtigte Nichtstun, sondern um das absichtsvolle Nichttun. Ich möchte Ihnen das erklären anhand unseres Verständnisses von Komplexität auf der einen Seite und Mythen und Aberglauben auf der anderen. Komplexität, also Vielschichtigkeit, erlaubt dem Einzelnen, sich abspalten zu können, sich zu distanzieren, sich zu trennen. Dies erlauben Ideologien, Mythen und Aberglauben nicht. Hier ist man verstrickt. Ein Heraustreten durch Abstrahieren und Unterscheiden ist nicht möglich. Meine Damen und Herren, Komplexität lässt sich herunterbrechen. Das erlauben Mythen und Aberglauben nicht. Man kann nicht nur zum Teil abergläubisch sein. Da wir mit einer komplexen Welt konfrontiert sind, ist die Möglichkeit des sich distanzieren Könnens essentiell. Dies gelingt am besten durch Unterlassen. Unterlassen als allgemeine Lebensstrategie. Gerade heute ist dieses Ausüben von Unterlassen Ausdruck von Freiheit. In Freiheit ist ein Heraustreten immer möglich. Heraustreten durch bewusstes, intendiertes Nichttun. Man muss nur von seiner Freiheit Gebrauch machen und das unterlassen, was man nicht für richtig hält. Dadurch wahrt man seine eigene Würde, indem man sich nicht dem unterwirft, was man als falsch erkannt hat. Würde hat nur der, der zu würdigen weiß. So der Denker Bason Brock. Man muss lernen zu würdigen. Die Blume, aber auch das, was ich für richtig erachte. Dadurch erhalte ich Würde. Dies ist in allen Bereichen gefordert. Nehmen wir zum Beispiel den Bereich des technischen Fortschritts, der mich persönlich sehr interessiert. Bei technischen Innovationen sollten wir laut Jaron Lanier, dem diesjährigen Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels, uns daran orientieren, dass gute technologische Neuerungen sowohl die Leistungen als auch die Würde der Erbringer verbessern müssen. Gleichzeitig ist heute ein Handeln mit Effektivität gefordert. Wie erreicht man Effektivität? Indem ich es unterlasse, meine Handlungsfreiheiten zu überziehen, das stellt eine hohe Anforderung an mich selbst. Ich sollte mir dabei immer bewusst sein, dass Reduzieren auch Verdichten bedeutet. Und indem wir Ökonomien der Zurückhaltung entwickeln, bei denen das Tun durch Unterlassen belohnt wird. Denn die Kunst der Zurückhaltung hat Potenzial. Sie kann zum Beispiel Macht desavouieren. So untergräbt die berühmte Figur des Schreibers Bartleby in Herman Melvilles gleichnamiger Erzählung die ganze Autorität und Selbstsicherheit seines Vorgesetzten durch ein einfaches »Ich möchte lieber nicht«. Und darum geht es. Auch im Hinblick auf die Machtkonzentration in der Hand einzelner Konzerne. Mit einem einfachen »Ich möchte lieber nicht« lassen sich Machtstrukturen aufheben und verändern. Denn Macht entfaltet sich, wo man zustimmt. Konsens bewirkt Macht. Vor kurzer Zeit habe ich in der Financial Times ein Interview gelesen mit dem brasilianischen Philosophen Roberto Unger. Er hat einen Satz gesagt, den ich gerne an dieser Stelle zitieren möchte, weil er genau das trifft
um was es mir bei Convoco seit 10 Jahren geht. The essential thing, the ultimate goal of politics and thought, is a bigger life for the individual. A bigger life that remains the main objective to increase our divine attributes to have more life. Wir sollten verstehen, dass durch Unterlassen wir mehr Freiheit gewinnen. Nun frage ich mich, warum uns allen das Unterlassen so schwer fällt. Warum ist es leichter, in die Aktion zu gehen, als abzuwarten und das Nichttun zu pflegen? Warum verlieren wir die langfristigen Ziele aus dem Blick und vergessen eine Grunderkenntnis, Long Fuse, Big Bang? An dieser Stelle komme ich auf das Thema unseres heutigen Abends, Caught Between Action and Inaction. Wenn ich kurz Shakespeare zitieren darf, der das Dilemma im Hamlet anspricht und Hamlet sagen lässt, to be or not to be, that is the question. Whether it's nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them. I'm honored to welcome Ray Dolan tonight. He's professor at University College London, but he's also a fellow of the Royal Society and an external member of the Max Planck Society, as well as an Einstein Fellow currently. He's one of the pioneers of modern neurobehavioral research, a field that he has revolutionized. He has been able to localize our emotional memories in the brain. Recently, Ray Dolan has embarked on another complex field, the question of how people actually make decisions. He has shown that rationality is no way as rational as it is supposed to be. The decision-making process is strongly influenced by emotions. No one unitary decision-making system tells us what the rational, optimal thing to do is. It seems that we have multiple decision-making systems. Some of these reflect mechanisms that emerged in the course of evolution. They probably allowed us to adapt to our changing environment. Tonight, Professor Dolan will explain how difficult not doing is, and how much we are all caught between inaction and action. A very warm welcome to you, Professor Dolan. Thank you.